Was geht ab, liebe Leute? Kommen wir wieder zu einem neuen, sehr wichtigen Video. Ich weiß jetzt nicht, für wen das ist. Ja, das ist so ein neumodisches Problem. Dieses ganze Konsumgut, was wir hier haben. Die Leute konsumieren und konsumieren und konsumieren und konsumieren. Leute, die nur der Lust folgen, werden untergehen. Hört jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr krass an. Ist es auch. So. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber Leute, die nur der Lust folgen, werden untergehen. Es ist einfach so, wenn du die ganze Zeit nur deiner Lust folgst und nicht mal rational nachdenkst, logisch nachdenkst, der Logik folgst, du wirst untergehen. Wenn du die ganze Zeit diesen Emotionen nachgehst, weil das ist das, Lust ist eine Emotion. Und wenn du nur emotionsgetrieben bist, wirst du untergehen. Emotionen sind nicht klar, aber logisches Denken ist klar. Logik ist klar. Die Wahrheit ist klar. Und wenn du der Wahrheit folgst, der Logik folgst, der Rationalität folgst, sehr rational denkst und sowas, dann kannst du niemals untergehen. Kann niemals was schieflaufen. Niemals, wenn du immer der Logik folgst. Aber wenn du nur deinen Emotionen folgst, der Lust, oh, ich will hier die ganze Pleasure, ich will hier, dass alles gut ist, guter Vibe, oh, ich will nur, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ich will, dass alles einfach ist, dass hier kein Schmerz kommt. Ich will nur gute Gefühle. Ich will nur Glücksgefühle. Ich will nur die ganze Zeit Dopamin. Ich will die ganze Zeit nur ein gutes Bauchgefühl haben. Ich will mich die ganze Zeit nur gut fühlen. Fühle, 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 fühle. Diese ganze, sorry, Gefühlsscheiße bringt dich im Endeffekt nirgendwo hin. Es wird dich nie irgendwo hinbringen. Diese ganze Emotionskacke, diese ganze Gefühlsscheiße bringt dich nirgendwo hin. Nur wenn du anfängst, rational, logisch zu handeln, nachzudenken und dementsprechend auch zu handeln, nur dann wird dein Leben etwas. Aber dein Leben wird immer scheiße bleiben, wenn du nur den Emotionen folgst. Oh, ich fühle jetzt, dass ich das will. Ich mache jetzt das. Okay, ich fühle jetzt, dass das hier das Richtige ist. Ich fühle jetzt, dass das hier das Richtige ist. Und nicht, ich denke, dass das das Richtige ist. Ich weiß, dass das jetzt das Richtige ist. Ich mache jetzt das Richtige und ich handle jetzt logisch und weise. Nein, oh, ich fühle jetzt, dass das das Richtige wäre. Ich fühle jetzt, dass das ist Bullshit. Was für ich fühle, dass das das Richtige ist, das ist Bullshit. Wo ist, ich mache das Richtige, ich handle richtig, ich handle logisch, ich handle weise. Wo ist das? Das fehlt viel zu viel in dieser Konsumswelt. Jeder folgt die ganze Zeit nur irgendwelchen kaputten Emotionen und keiner will wirklich der Wahrheit folgen. Jeder folgt der Lust und sonst was. Oh, ich will nur die ganze Zeit Spaß haben. Für mich dreht sich alles um Spaß. Für mich dreht sich alles um Liebe und ja, das ist Bullshit. Clownswelt. Es ist eine pure Clownswelt, in der wir leben. Und die Leute darin sind leider auch teilweise nur Clowns. Nur Clowns. Wir sind umgeben von Clowns in einer fucking Clownswelt. Es ist leider so. Deswegen, jeder, der was dagegen sagt, ich weiß nicht, wo ihr lebt, aber was ich hier sehe, ist einfach lächerliche Menschen auf einem lächerlichen Haufen. Deswegen geht die Welt gerade unter, weil wir nur so Emotionsjunkies haben, die die ganze Zeit nur irgendwelchen Emotionen nachrennen, weil die innerlich so leer sind, ja, und müssen die ganze Zeit irgendwelche Emotionen fühlen. Oh, ich muss aber das fühlen, ich muss dies fühlen. Digga, bist so ein Emotionskrüppel, was willst du überhaupt fühlen? Das denke ich mir. Was willst du überhaupt fühlen? Du kannst nicht mal fühlen. Und redest hier von Emotionen. Weißt nicht mal, was richtige Emotionen sind. Du hast noch nicht mal einmal richtig in deinem Leben gefühlt und willst mir hier etwas über Emotionen erklären. Das ist das Geile. Deswegen sind die alle so verkorkst. Weil die so emotional verkrüppelt sind und folgen diesen verkrüppelten emotionalen Gedankengängen. Kein Wunder, dass dein Leben scheiße ist. Kein Wunder, dass du die ganze Zeit nur bergab gehst. Deine Emotionen sind unrein, deine Taten sind unrein, dein Leben ist unrein. Fertig. Excuse my French. Dieses Video ist auch nichts für Weicheier. Ich schreibe das jetzt aber auch nicht mehr dazu oder sonst irgendwas. Wer die Wahrheit nicht ertragen kann, ganz ehrlich, Pech gehabt. Pech gehabt. Wenn du die ganze Zeit noch deinen scheiß Emotionen folgst, musst dich nicht wundern, wenn du immer noch am selben Punkt bist wie vor 10 Jahren, wie vor 5 Jahren. Du folgst die ganze Zeit nur deinen scheiß Emotionen. Wann willst du endlich mal erwachsen werden? Und dazu gehört einfach mal, Emotionen auszuschalten und die Logik reinzubringen. Rationalität reinzubringen. Logische Handlungen reinzubringen. Und nicht so unlogische Emotionshandlungen. Oh, das hat sich aber gerade richtig angefühlt. War es jetzt das Richtige? Nein, aber es hat sich richtig angefühlt.
War es jetzt aber das Richtige? Aber nein, aber verstehst nicht, das hat sich doch richtig angefühlt. Und wie kann was schlecht sein, wenn es sich doch richtig anfühlt? Es gibt Dinge, die fühlen sich richtig an, sind aber falsch. Thema Ernährung, ganz einfach. Fühlt sich so toll an, so einen Burger zu essen, so eine Pizza zu essen. Ich weiß, was ich sage. Ich bin selbst hart zu mir, da, in diesem Punkt. Ja, und ich müsste nicht so hart sein, denn ich nehme nicht so zu und sonst was. Auch wenn ich jetzt auf, ich glaube, 70 Kilo bin, das meiste, was ich jemals hatte. Aber ich bin nicht so ein Fettsack, sage ich jetzt mal so, wo ich so richtig drauf achten muss und sowas. Nein. So, und jetzt nicht irgendwie emotional werden, nur weil ich Fettsack gesagt habe, ganz ehrlich. So, ich habe mich selbst sogar Fettsack dann damit genannt. Deswegen, ich habe niemanden angegriffen. Für alle, die dann kommen, oh, du darfst dies nicht sagen, das. Go fuck yourself, ganz ehrlich. Smoothie. So, es sind viel zu viele Smoothies. Deswegen, wir haben viel zu viele Weicheier in dieser Welt. Viel zu viele Weicheier sind in dieser Welt. Deswegen ist diese Welt so, wie sie ist. Wird von Weicheiern regiert. Weicheier folgen anderen Weicheiern. Kein Wunder, dass wir in so einer politisch korrekten Welt sind. Man darf dies nicht sagen, man darf das nicht sagen. Du musst aber so. Halt's Maul mit deinen scheiß Emotionen. Sorry, wenn ich deine Emotionen, deine Gefühle jetzt verletzt habe. Sorry, wenn die Wahrheit dich gerade verletzt. Aber das ist die Wahrheit. Lieber bist du jetzt temporär mal ein bisschen verletzt, als dass du die ganze Zeit dieser Lüge folgst. Aber wie gesagt, nimm die Message so, wie ihr sie braucht. Viele folgen lieber der Lüge. Also okay, folgt der Lüge. Geh raus und jag der Lüge nach. Ich gehe lieber raus und jag der Wahrheit nach. Und geh der Wahrheit nach. Und tue echte Dinge. Viele tun nur falsche Dinge. Okay, jag deiner Lust nach. Denn das sind diese falschen Dinge, von denen ich rede. Wenn du die ganze Zeit nur der Lust folgst und sowas, das ist das Falscheste, was du tun kannst. Das ist das absolut Falscheste, was du tun kannst. Das Fahrlässigste, was du tun kannst. Denn deine Emotionen werden dich oft, super oft fehlleiten. Super, duper, gigantosaurus-mäßig oft. Super oft werden die dich fehlleiten, hängen lassen, im Stich lassen. Deine Emotionen, so, die werden dich komplett fehlleiten. Komplett auf die falsche Fährte bringen. Weil manchmal fühlst du vielleicht, dass das Richtige ist, aber du weißt eigentlich, dass das Richtige ist. Aber du machst lieber das, was sich richtig anfühlt, anstatt das, was richtig ist. Ich lebe lieber im Ist als in dem Fühlen. Aber viele entscheiden sich lieber dafür, im Fühlen zu leben, anstatt im Ist. Im Bewusstsein. Im tatsächlichen Sein. In der Realität. Das meine ich mit Ist. Das ist die Realität. Und das andere sind nur gefühlsvolle Denkweise und gefühlsvolles Leben und sonst irgendwas, so Gefühlsleben. Das ist Bullshit. Leben aufgebaut auf irgendwelchen verkorksten Emotionen wird dir nur ein verkorkstes Leben verschaffen. Aber ein Leben aufgebaut auf logischer Denkweise, auf Logik, auf Rationalität, auf echte Handlungen, auf Authentizität wird dir ein authentisch, stabiles, geiles Leben ermöglichen. Wenn du rational denkst, wenn du logisch denkst, wenn du ein logischer Mensch bist, nur so ein Gefühlsmensch bist, okay, geh deinen Weg. Ich beende jetzt hier das Video, ganz ehrlich, das ist nur Hate. Das ist kein Hate-Video, kein Hate-Speech, ich sag einfach nur die Wahrheit. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Ihr könnt eurer Lust folgen, ihr könnt euren Gefühlen folgen, ihr könnt tun, was ihr wollt. Es liegt alles an euch. Lediglich müsst ihr nur eins wissen, es gibt immer Konsequenzen. Geht mit ihnen um. Peace out. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Für Coaching Calls bin ich gerne zu haben. Guckt in die Videobeschreibung oder in die Kanalbeschreibung. Dort könnt ihr mich dann kontaktieren, wenn ihr auf die Links geht, ja, Social Media, wo auch immer, ja, auf die Webseite und holt euch dort meine Nummer oder sonst was. Könnt ihr mich dann kontaktieren per WhatsApp oder Telegram oder sonst was. Habe ich beides. So, keine Anrufe, nur schreiben. So klären wir das. So, deswegen könnt ihr gerne schreiben für einen Coaching Call. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Peace out. Say a fucking nada, let's go.